Kreißsaal hatte schon angerufen, da haben wir vorzeitige Wehen, ne? Und jetzt ist es unsere Aufgabe abzuklären, ob die gefährlich sind oder nicht. Weil vorzeitige Wehen können ja immer ein bisschen aufpassen. Ja. Ich erinnere mich daran. Ja. Aber die erste Frage ist immer erste Baby, Mutterpass, das sind immer so die Sachen. Haben wir keinen Mutterpass mit, auch nicht zum Shoppen? Hast du doch bestimmt dabei, oder? Ich bin echt vergessen in der Hektik. Also, ich habe jetzt auch nur eine kleine Tasche dabei. Ja. Wie weit sind sie denn? Das weiß ich schon. Wissen sie genau? Ja. Okay, gut. Naja, jetzt müssen wir abklären, ob das Baby einfach vorschnell kommen will. Das dürfen wir, müssen wir natürlich verhindern. Oder ob das eben halt nur eine Überanstrengung ist. Ist das denn schlimm, wenn das frühzeitig kommt? Naja, so früh wollen wir die Kinder noch gar nicht sehen. Heute kriegten wir eine 28-jährige schwangere Patientin vom Kreißsaal überstellt. Sie war dort mit Bauchschmerzen gelandet. Man hatte direkt ein CTG geschrieben. Es stellte sich heraus, sie hatte vorzeitigen Wehen. Und dann kam natürlich noch alles Mögliche zum Vorschein. Ja. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ich bin der Jan. Na, wie geht's dir? Ach, das ist Ihr Mann. Ah, ja, gut. Sorry. Ja, na gut. Sind Sie genau. Ein bisschen aufgeregt? Ja, ich bin gerade von zu Hause, war gerade am Streichen und ja, wie geht's Kinderzimmer. Dir? Ja, mir geht's gut, danke. Naja, so richtig gut geht's dir ja nicht, ne? Naja, wir haben hier ein paar vorzeitige Wehen, deswegen kann ich also sehen, dass sie aufgeregt sind. Man wird ja nicht alle Tage Vater, ne? Und jetzt wissen wir nicht, wie wir das einzuordnen haben und deswegen müssen wir das untersuchen, ob es gefährlich ist oder nicht. Ja, das ist ja die Frage, das müssen wir ja klären. Wir wollen ja noch gar nicht, dass es losgeht, ne? Ja? So, was wir aber dringend brauchen, ist ein Mutterpass. Vielleicht haben Sie den mitgebracht. Nee, tut mir leid, nee. Nee, nur Panik in den genau, Augen. Genau, dann würden wir sie jetzt einmal gerne untersuchen, ja? Okay? Ja. Gut. Schön Ultraschall machen, er freut sich schon, ja. Sehe ich schon. Er freut sich auf einen Ultraschall, ne? Haben Sie Ihr Baby bestimmt schon öfter gesehen, ne? Nein, bisher noch nicht. Nur ein Herzschlag, denn erst. Hat, ja, ich bin nur viel am Arbeiten. Genau, er hat viel gearbeitet. Kinder sind halt teuer. Na, dann ist das doch eine tolle Angelegenheit. Jetzt begutachten wir Ihr Gut, Kind. Aber dann gibt es einen Spruch bei uns, mit Hose keine Diagnose. Deswegen müssten Sie sich einmal untenrum frei machen, damit wir Sie dann auch untersuchen. So, und beide dürfen dabei bleiben. Ja. Nein, lieber nicht. Also, das ist unangenehm. Ich hoffe, du verstehst das. Warte, ich bin jetzt extra hingerast. Also keiner von beiden. Gesehen. Du kannst ja warten und danach sehen wir uns ja. Aber ich mag das nicht, wenn so viele mich dabei beobachten. Ja, aber Anna, ich stecke ja da breitbeinig auf dem Stuhl. Wie bitte? Das ist auch mein Kind. Ja, ich weiß, aber mir ist das ein bisschen unangenehm bei der Untersuchung jetzt. Die Patientin schickte zur Ultraschalluntersuchung sowohl Mann als auch Schwiegermutter raus. Das ist sehr ungewöhnlich, weil alle doch immer nur heiß sind drauf, Baby zu gucken. Und der Vater hatte sein Kind ja wohl auch noch nicht gesehen. Und das fanden wir schon komisch. Aber zunächst haben wir uns ja erstmal keine Gedanken darüber gemacht. Viel mehr Gedanken macht sich die Gynäkologin stattdessen über den fehlenden Mutterpass. Denn darin stehen alle Informationen über den Verlauf von Hannas bisheriger Schwangerschaft, die Dr. Emma Heidmann dringend benötigt. Zumal tatsächlich Grund zur Sorge besteht. So, also Muttermund ist ein bisschen verkürzt. Also die Venen machen da schon Bambule, du. Das ist nicht so ohne hier. Na, ich glaube, ich habe mich da aufgehangen. Hast du? Ja, ja. So, Ultraschall kennen Sie ja, ne? Was heißt das verkürzt? Also, naja, also die Kontraktionen, also die Wehen, die wir aufgezeichnet haben, die sind nicht nur so Übungswehen, sondern die machen echt Blödsinn. Lassen wir mal nach Ihrem Baby mal schauen. Also einmal den Bauch so ein bisschen freimachen, geht das? Keine Angst haben. Also diese Wehen ziehen schon am Muttermund und wenn man die nicht bremst, dann kommt es tatsächlich mal zu einer vorzeitigen Entbindung. Und das wollen wir natürlich. Da sind sie aber ordentlich eingepackt. Ne? Ja, ist ja auch so. Ich mache jetzt nichts Schlimmes. Ich will nur Ultraschall. Brauchen Sie keine Angst haben. Wollen Sie mir die Hand mal geben? Soll ich Sie gucken so ängstlich. Oh, haben Sie Angst, dass was passiert? Ja, passiert natürlich. Also die Situation war also ehrlich gesagt doch extrem. Die Mutter ziemlich wortkarg, konnte kaum über das Kind sprechen, wollte gar nicht, dass man eben halt guckt, ist Junge oder Mädchen und so. Und also die kam mir wirklich sehr verschlossen und sehr, sagen wir mal, fast apathisch vor. Und das war ja wohl sehr ungewöhnlich. Das Kind ist sehr kräftig. Wir haben zu viel Fruchtwasser. Das muss eine Ursache haben. Das können viele Ursachen haben. Natürlich brauchen wir erstmal einen Mutterpass. Die erste Ursache, die einem so einfällt, ist, wie war der Zuckertest? Haben Sie den gemacht beim Frauenarzt? Der war in Ordnung oder war der auch? Der war in Ordnung.
Okay, also müssen wir alle Möglichkeiten ausschließen. Die erste ist, dass es mal eine Infektion gewesen sein kann, die sie nicht bemerkt haben. Die zweite ist, Drogen nehmen sie ja wahrscheinlich nicht. Und das dritte ist das ganz Schlimme, dass es mal eine Missbildung oder Fehlbildung beim Kind ist, dass das Kind krank ist und dann nicht richtig trinken kann. Und weil es nicht richtig trinken kann, ist so viel Fruchtwasser da. Lippen, Kiefer, Gaumenspalte, Chromosomensachen. Aber ich will das gar nicht alles aufzählen, weil das nur Angst macht. Ja, aber wirklich. Ja. Ne? So, aber wir müssen sie hier behalten. Der Mutterpass war weg. Das ist immer sehr schlimm, wenn man dann da steht und gar nicht weiß, was ist an Voruntersuchungen gelaufen. Gab es da Auffälligkeiten? Muss man was beachten? Wann ist der exakte Geburtstermin? Da stehen schon sehr wichtige medizinische Details drin. Naja, und als er dann auftauchte, waren wir auch nicht schlauer. Ja. Mutterpass, ne? Ja, ja, Schlüssel, ne? Jetzt nicht. Kannst du mal in der Handtasche schauen? Natürlich, klar. Ich habe doch Hannas Tasche hier. Ist doch gar kein Problem. Kann ja nichts schief gehen. Boah, die da. Boah, ich. Was ist das? Das ist doch der Mutterpass. Das ist der Mutterpass. Oder? Das ist der Mutterpass. Na, ein Problem weniger. Dann hatte sie ihn die ganze Zeit dabei. Ja, in der Aufregung kann das mal passieren. Okay. Gucken Sie mal. Nichts drin im Mutterpass. Wie jetzt? Das kann doch gar nicht sein. Die hat uns doch immer gesagt, dass sie zum. Das verstehe ich jetzt nicht. Da muss doch. Genau, das heißt also, irgendwas stimmt da nicht. Entweder hat die Ärztin das nicht richtig eingetragen oder sie ist umgezogen oder hat den Mutterpass verloren oder sonst was, aber der ist leer. Also ich war natürlich total gespannt, warum jetzt nichts im Mutterpass drin stand, sie uns wirklich angelogen hatte, nicht nur uns, sondern auch ihren Ehemann und die Schwiegermutter. Und naja, kann ja mal passieren, dass man den verliert. Es konnte ja so schlimm nicht sein, dass man deshalb sich so benimmt. Ja, und was dann rauskam, hat uns natürlich alle umgehauen. Ich habe einen Mutterpass gekriegt. Ja, oh. Und das oh, ne? Und jetzt gucken wir noch mal. Oh, ne? Keine was ist das denn? Keine Eintragungen. Ja, haben Sie noch einen zweiten Mutterpass? Nein, ich ja, aber was mit dem Mutterpass? Warum ist der leer? Und warum hat der Arzt nichts eingetragen? Du bist doch immer zu deinem Frauenarzt gegangen. Nein, bin ich nicht mehr. Wie bitte? Warum das denn nicht, Hanna? Ich bin wirklich mehr geworden. Was? Sie waren das letzte Mal in der 9. Woche beim, ja, bei der Vorsorge? So. Aber Hanna, da ich mal das Foto. Genau. Das Ultraschall. Was damit? Das hast du mir auch ganz stolz erzählt. Deine Ärztin ist so super und ja dem Wurm super, geht's. Aber ja, ich habe das aus dem Internet. Wie bitte? Es tut mir leid. Was also ist das gar nicht dein Ultraschallbild? Das, aber hier steht doch Hanna Lux drauf. Ja, das, den Namen kann man da einfügen, aber das habe ich aus dem Internet. Ach, das willst du mich verarschen? Nein, es das tut mir wirklich leid. Das ist einfach ein scheiß Foto. Ja, was sollte ich denn machen? Es tut mir ich leid. Mich so, nee, das wird mir jetzt einfach zu viel. Jetzt sei doch nicht sauer. Ich kann nee, ich gehe jetzt raus. Ich brauche frische Luft. Jan, bleib doch nein hier. Mann, was haben Sie denn da angestellt? Hanna, warum machst du denn sowas? Also fassen wir mal kurz zusammen. Sie waren das letzte Mal in der 9. Schwangerschaftswoche beim Frauenarzt, seitdem nicht mehr. Das heißt, wir müssen jetzt alles komplett machen. Du hast viel Arbeit. Frau Lux hat sich ja tatsächlich große Mühe gegeben, etwas vorzutäuschen, was gar nicht da war. Sie hat Ultraschallbilder aus dem Internet gefaked, nachgemacht, sie ihrem Mann präsentiert, ihm da auch irgendwas vorgetäuscht. Ich habe mich dann tatsächlich auch gefragt, warum macht man sowas? Was wir dann erfahren haben, das war wirklich harte Kost. Es tut mir so leid, dass ich einfach eben abgehauen war. Es war aber eben echt zu viel für mich. So die Sache, die Sorgen von mir und dann. So, jetzt bin ich hier erstmal dran. Ja? Ich muss nämlich auch was sagen. Ne? Ich habe nämlich die Laborwerte mitgebracht. Okay. Ne? So, das heißt also, wir haben nämlich schon gute Nachrichten. Ne? Wir haben die Infektionswerte und alles schon. Es ist also nichts Schlimmes. Das Kind ist in Ordnung. Was wir aber haben, sind ganz doofe Zuckerwerte. Was heißt das? Das heißt, ihre Zuckerwerte sind so hoch, dass wir einen Schwangerschaftsdiabetes bei ihnen haben. Aber was passiert da mit dem Kind? Ist dann. Ja, das Kind hat also. Oder? Nein, das Kind ist nicht geschädigt. Das Kind versucht, ihren Zuckerhaushalt mit einzuregulieren. Das möchte ihnen eigentlich helfen. Ja, aber dadurch kommt es so ein bisschen in die Bredouille und deswegen haben wir zu viel Fruchtwasser. Und ja? Das kann man doch bestimmt alles wieder einstellen. Genau. Das heißt, wir müssen den Zuckerhaushalt bei ihnen wieder einregulieren. Den Schwangerschaftsdiabetes, so nennen wir das.
Und dann ist alles gut und dann kriegen wir das auch wieder glatt gezogen. Aber dann musst du auch jetzt immer zu allen Untersuchungen auch wirklich gehen, dass sowas nicht nochmal passiert. Also ich will jetzt nicht drauf rumreiten, aber du siehst immer noch so schlecht aus. Und warum, nein, warum ich hab voll Panik deswegen, weil... Warum haben wir denn Panik? Hat einen Grund, ich... Na, immer raus damit. Ich war schon einmal schwanger mit 18. Was? Ich hab das Kind verloren, also ich hab es... Warum hast du mir nie was erzählt? Ich habe noch nie mit jemandem darüber geredet. Ich, hatten Sie eine Fehlgeburt, oder? Mir fällt es auch jetzt schwer, darüber zu reden. Ich könnte weinen. Tut mir so leid. Ich habe das wirklich tot zur Welt gebracht. War das krank oder so? Ja, Trisomie 18. Oh je. Frau Lux hat uns dann gebeichtet, dass sie schon mal eine Totgeburt hatte mit Trisomie 18. Dass man da auf verrückte Ideen kommt, kann ich nachvollziehen. Weil mir das selber auch schon mal passiert ist. Ich habe im fast sechsten Monat habe ich auch einen Spätabort, wenn man so will, erlitten, den ich normal entbinden musste, normal auf die Welt bringen musste. Und das ist wirklich hart. Also man geht, man ist einfach wie in einem anderen Film letztendlich auch. Man geht zu Vorsorgeuntersuchungen mit einem ganz, ganz komischen Gefühl. Man traut seinem eigenen Körper nicht mehr. Das sind so viele psychische Faktoren, die da auch mitspielen, dass ich das irgendwie auch nachvollziehen kann, dass sie da solche Schritte gegangen ist. Also wenn das, wenn ich das jetzt hätte, hätten, wenn das Baby das hätte, hätten wir alles gesehen. Hätten wir alles festgestellt, ne? So, medizinisch ist alles gut. Nervlich natürlich noch nicht. Deswegen würde ich natürlich sehen, dass wir da Hilfe brauchen. Ne? Ich meine. Ich komme jetzt noch zu jeder Untersuchung. Und wir versprechen auch, ne, Jan, wir begleiten dich überall mit hin. Und wenn du lieber. Ich nehme mir jetzt Zeit. Das war, dass ich euch angelogen habe. Ich wollte euch das nicht antun. Das ist auch so schwer für dich gewesen. Ich verstehe dich. Und wir kriegen das zusammen. Ja. Dank einer Ernährungsumstellung hat sich Hannas Fruchtwasser wieder normalisiert und die 28-Jährige brachte in der 40. Woche ein gesundes Mädchen zur Welt. Ein Psychologe und ihre Familie helfen der jungen Mutter dabei, das Trauma ihrer 10 Jahre zurückliegenden Fehlgeburt zu verarbeiten. Mhm.